Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und es gibt schon immer zwei zentrale Fragen in meinem Leben, die mich beschäftigen. Und Nummer zwei, Stab- oder Bügelstichsägen. Das schauen wir uns an am Beispiel der neuen Stichsägen von Metabo. Im Grunde muss ich sagen, habe ich gerade Quatsch erzählt, denn für mich ist die Wahl absolut klar. Ich nehme immer eine Stabstichsäge. Warum, klären wir heute aber in diesem Video. Und ich möchte euch mal aufzeigen, was ist eigentlich der Unterschied? Wann benutzt man genau das? Wann benutzt man das? Und was kann man auch vielleicht mit einer Bügelstichsäge deutlich besser machen? Aber bevor wir dazu kommen, ganz kurz, bevor ihr mich löchert mit Fragen, was denn hier los? Weil diese Sägen sind ganz neu. Was können die neuen Sägen von Metabo eigentlich? Wir haben hier die neue STAB 18 LTX 150 BL. Und die STA 18 LTX 150 BL. Habt ihr genau aufgepasst? Wirklich? Weil diese Säge, die Bügelstichsäge, heißt wirklich Stab am Anfang. Also das heißt jetzt, lass mich überlegen, du suchst jetzt diese Säge und gibst online zum Beispiel in einem Online-Shop deiner Wahl ein Stab 18 Volt Metabo Stichsäge. Welche bekommst du denn? Diese oder diese? Aber Namen hin oder her, wir wollen doch eigentlich wissen, was ist besser, Bügel oder Stab. Aber die neuen Sägen von Metabo, was ist an denen jetzt eigentlich so speziell oder anders? Also allererstes Mal ist eine 150er, beides, und sie schaffen bis zu 15 cm Schnitttiefe, was schon wirklich, wirklich amtlich ist für so eine Säge. Beides sind Brushless-Geräte, die hier und die haben übrigens exakt dieselbe Leistung. Also du kannst kaufen, Stab oder Bügel, das ist völlig egal. Du kannst bei beiden die Geschwindigkeit einstellen, bei beiden kannst du natürlich den Pendelhub einstellen. Beide haben diesen Splitterschutz und diese Sichtbände, die du unbedingt benutzen musst, wenn du absaugen möchtest. Und dieser Absaugadapter ist bei beiden hier entsprechend mit dabei. Den Fuß kannst du übrigens in beide Richtungen auf bis zu 45 Grad verstellen. Natürlich bekommst du auch einen passenden Gleitschuh mit dazu. So. Auch der ist bei beiden im Lieferumfang enthalten. Natürlich gibt es hier auch ein Arbeitslicht. Bei der Bügelvariante habe ich hier nirgendwo einen Knopf gefunden, um es auszuschalten. Bei der Stabvariante kann ich es entweder nutzen oder auch ausschalten. Eine Info habe ich hier noch. Gute Stichsägen haben ja eine sogenannte Abblasfunktion. Das heißt, sie haben hier einen Luftstrom, der die feinen Partikel vom Sägeblatt wegbläst, sodass du immer ein freies Sichtfeld hast. Bei vielen Sägen kann man es abschalten, bei denen hier nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, wozu es jemals abschalten sollte. Und wer sagt, ich brauche diese brachiale Leistung nicht, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Demnächst kommt noch eine 130er und eine 90er raus. Das heißt also jeweils kleinere Abstufungen von genau diesen Sägen. Die sind etwas günstiger und etwas kleiner. Aber lass uns jetzt mal wirklich über die Unterschiede sprechen zwischen diesen beiden Bauformen. Denn ich selbst präferiere ganz klar das Thema, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber in den Kommentaren schreiben auch immer wieder sehr, sehr viele, ja, ich hätte aber gerne die. Beziehungsweise sie fragen, ja, aber warum denn nicht die? Und genau das wollen wir jetzt beantworten. Und wir fangen auch natürlich beim Thema Stab an. Beim Stab ist es so, oder bei der Stabbügelsäge, Stabstichsäge. Ich komme jetzt auch schon durcheinander, weil da steht der Stab, egal. Also, wir haben hier folgendes Thema. Ich nehme jetzt mal das Blatt, setze das ein. So, nein, das mache ich nicht. Man macht das richtig, nämlich ohne Akku. Ich setze das Ganze ein und dann schauen wir uns mal die Unterschiede an. Und zwar ist es so, dass man mit einer Stabstichsäge Folgendes macht. Man sägt eigentlich von der Natur aus nicht von oben. Es ist eigentlich dafür gedacht, von unten zu sägen. Das heißt, du hast die Säge so in der Hand und so sägst du dann von unten. Ich demonstriere euch das mal ganz kurz. Jetzt habe ich zwar gesagt, man kann von unten sägen, das ging auch wunderbar mit der Säge, das war überhaupt gar kein Problem, aber warum mache ich das überhaupt? Ganz einfach, weil es gibt zwei Seiten eigentlich. Wenn du jetzt hier die Säge dir so betrachtest, ja, und ich habe hier die Oberseite und hier habe ich die Unterseite, dann ist es so, dass ich auf der Seite Ausrisse habe, weil das Sägeblatt ist so geformt, dass es nach unten sägt und nach oben wieder rausgeht. Nach unten sägt, nach oben wieder rausgeht. Und dadurch haben wir Folgendes, dass wir oben eher Ausrisse erzeugen. Und jetzt machen wir einfach das andersrum. Nämlich auf dieser Seite haben wir keine Ausrisse, weil die Säge genauso entsprechend arbeitet und dadurch auf der Seite keine Ausrisse erzeugt. Früher gab es keine spezialisierten Sägeblätter, die nicht auf beiden Seiten ausrissfrei arbeiten konnten. Und da musste man, wenn man es wirklich gut haben wollte, immer von unten arbeiten.
arbeiten. Das kann nur eine Stabstichsäge, weil eine Bügel kann das einfach nicht. Weil du, wenn du Folgendes machst, du versuchst jetzt hiermit von unten zu arbeiten, geht das irgendwie, dass du so grob halten kannst, aber das dafür wirklich nicht gedacht. Im Zweifel hier halten macht gar keinen Sinn und das hier funktioniert nicht richtig gut. Und naja, du kannst den Abzug jetzt nicht drücken. Also müsstest du theoretisch den Abzug runterdrücken, arretieren und dann damit irgendwie so arbeiten, macht das nicht. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich möchte damit ausdrücklich nicht sagen, dass es nicht möglich wäre, mit dieser Säge auch ausrissfrei zu arbeiten. Es gibt hier den Splitterschutz oder den Ausreißschutz, den du hier drauf tun kannst. Das hilft schon mal. Viele nehmen auch ein spezielles Sägeblatt, was ausrissarm Arbeit, das gibt es natürlich auch. Oder es gibt auch so Tricks mit Klebeband oder. Mag alles sein. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimmst du einfach so eine Säge und sägst einfach von unten. Der nächste Unterschied ist ein riesiges Handling-Thema. Das ist Unterschied wie Tag und Nacht, auch wenn es überhaupt nicht so aussieht. Und bei mir war das der Game Changer, weil ich hatte früher genau solche Sägen, also immer Bügelstichsägen, weil, naja, so geht man in den Baumarkt und sieht man sowas und kauft man das und es passt doch irgendwie. Aber nein, für mich persönlich nicht, weil du hast hier Folgendes. Du hast hier unten das Werkstück, hier hast du deine Finger. Wenn wir jetzt mal die Mitte nehmen, hast du so einen Unterschied zwischen dem Werkstück und deiner Hand. Wenn wir die hier nehmen, sehen wir, das ist deutlich kleiner, das ist relativ dicht dran. Und dadurch hast du Folgendes. Du hast ein ganz anderes Handling. Du hast viel mehr Kontrolle über den Schnitt, weil du sehr, sehr dicht dran bist. Du neigst nicht zum Kippen und zum Kippen. Bei der Säge kannst du schnell mal hier, wenn du so um die Ecke gehst, und dann wird dein Schnitt nicht ordentlich. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich so. Wenn ich mit der ganz bewusst auch wirklich von oben arbeite, was ich häufig tue, dann müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Ich habe ein perfektes Handling, kann machen und tun. Das geht richtig gut und das geht mit der, finde ich, deutlich besser. Ich weiß nicht, ob ihr das regelmäßig macht, aber auch das ist ein Thema. Wenn du über Kopf arbeiten musst, das heißt, das kann ja durchaus sein, dass du eine Stichsäge hast und musst jetzt hier oben irgendwo etwas sägen, dann hast du jetzt hier noch weniger Kontrolle, weil ich muss dir Folgendes vorstellen, der Arm möchte eigentlich das irgendwie festhalten und dann kann das durchaus passieren, dass du da hin und her kippelst. Bei deiner Stabvariante hast du dort auch deutlich mehr Kontrolle. Beim nächsten Thema geht es um enge Radien oder Kurvenschnitte. Da brauchen wir ein anderes Blatt, nämlich eins, was relativ schmal ist. Und auch hier haben wir einen massiven Vorteil aus meiner Sicht bei so einer Säge, bei einer Stabversion. Denn da ist es so, dass wir hier ganz anders hantieren können, im Gegensatz zu dieser. Warum? Ich zeige euch das mal. Ich setze jetzt die Säge an und säge langsam los. Und du siehst jetzt, wie ich jetzt schon einen ordentlichen Radius nehme. Und jetzt wird es interessant. Ihr seht jetzt, wie ich umgreife und einfach sehr kleine Radien arbeite und das sehr natürlich in der Bewegung geht. Ich muss nicht umfassen, ich muss nicht umgreifen. Und ich kann ganz natürlich einfach sägen und wirklich sehr, sehr engen Radius sägen. Und ihr seht jetzt hier, ich bin hier einfach rumgegangen, habe das genauso gesägt. Ihr seht auch übrigens von hier, dass die Oberseite, da ist es ausrissfrei. Ja? Und was ist denn der Unterschied? Natürlich kann ich das im Grunde mit dieser Säge genau so machen. Aber ich habe eben nicht diese Kontrolle. Das, was ich jetzt hier mache, bei der Säge kann ich wunderbar sie halten und kann sie so führen, kann so lang gehen. Ja, habe eine wunderschöne Kontrolle. Bei der Säge ist es nicht ganz so. Ich habe hier, neige ich auch eher zum Kippeln und muss dann mehr darauf achten, wo ich dann so lang gehe. Ich habe es ein paar Mal probiert mit solchen Sägen und ich habe es mit denen immer wesentlich einfacher und wesentlich schneller hinbekommen. Das heißt aber nicht, dass es mit denen nicht geht. Aber ihr seht jetzt, das sind alles für mich so Vorteile, die für genau diese Säge oder für diese Sägeform oder diese Stabform einfach sprechen. Die Frage ist aber, warum sollte man überhaupt so eine Säge nehmen? Im Grunde ist es relativ simpel. Es ist Nummer eins, das Thema Geschwindigkeit. Bei dieser Säge ist es so, dass ich hier ja meine Geschwindigkeit einstelle, ja, die ich haben will. Und dann mache ich nur noch Folgendes. Ich stelle es mal auch für euch mal runter. Und dann mache ich nur Folgendes. Und aus. Ich kann also nur ein- oder ausstellen mit der Geschwindigkeit, die ich hier habe. Ich kann nicht anlaufen. Gerade mit Stichsägen habe ich häufig so ein Thema, da bin ich jetzt an der richtigen Stelle, kann ich jetzt hier genau da sägen und so weiter. Und manchmal möchte man auch erstmal so ein bisschen in die Spur kommen. Da kann das von Nachteil sein. Gerade jemand, der nicht so geübt ist, arbeitet aus dem Grund wahrscheinlich eher mit so einer Säge, weil hier kannst du ganz genau über diesen Schalter die Geschwindigkeit regulieren. Du kannst komplett durchdrücken oder du kannst nur so ein bisschen. Also du siehst, du kannst komplett variieren zwischen im gesamten Geschwindigkeitsband nur über diesen Schalter. Du kannst übrigens hier auch das Ganze feststellen. Das ist Nummer eins. Das ist der Hauptgrund aus meiner Sicht, wo hier der Unterschied ist. Nummer zwei, es ist ein Handling-Thema. Nämlich, du könntest jetzt sagen,
für mich persönlich, also oder für dich, ist das Handling mit der hier doch irgendwie angenehmer oder besser. Und sagt das bewusst nicht, weil ihr es gewohnt seid, sondern weil ihr es mal ausprobiert habt. Denn die meisten, die es mal ausprobiert haben, werden immer bei dieser Version bleiben. Aber es gibt ganz klar, auch wie bei vielen anderen Werkzeugen, auch Folgendes. Es gibt einige Länder, da wird immer eher diese Form benutzt und andere Länder, da wird immer diese Form benutzt. Warum auch immer. Ihr schreibt bitte mal in die Kommentare, was ist denn eure Lieblingsform? Seht ihr noch andere Gründe, die für oder gegen die einzelnen Versionen sprechen? Würde mich mega interessieren. Denn wir haben stundenlang quasi hier gesessen und überlegt, was könnte es noch sein? Aber mehr Gründe sind uns nicht eingefallen. Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, sollen wir diese Sägen mal wieder mit anderen Sägen vergleichen? Weil die neuen Top-Sägen von Metabo mal wieder mit gegen Makita, Bosch, Festool oder vergleichen, würde mich super interessieren. Denn ich muss sagen, beim Handling heute, beim ersten Test, haben die einen richtig guten Eindruck gemacht. So lange aber erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.